Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Stellaris. Ja, wir sind hier wieder drinne. Wir haben letztes Mal hier dieses Forschungsschiff nach da hinten irgendwo beordert, damit die da weitermachen. Und wir haben hier eine Energie, diese hier. Oh, jetzt habe ich natürlich das Forschungsschiff ausgewählt gehabt. Das war jetzt nicht so eine tolle Idee. Da sollten die dahin fliegen. Gut, dann machen wir das weg. Und gehen hier wieder ins System und dann sollten wir diese Ressourcen erforschen, weil die fehlen uns ja, ne? Konstruktionsschiff. Wir haben nicht genug für von dem Zeug hier. Einfluss besteht für politische Macht. Okay. Das ist nicht so schön. Ja, lass mal weiterlaufen, damit die wegfliegen. Ja. Forschungsschiff, Kolonieschiff, Konstruktionsschiff. Ja, da wird das gleich in grün mit sein. Genau so ist es. Oder ist es zu weit weg? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Und unser Herrschaftsbereich ist hier oben irgendwo. Dann sollten wir vielleicht mal auch gucken, dass wir die. Dieses System zum Beispiel fliegen. Konstruktionsschiff und dann müssen wir hier eigentlich Außenposten bauen. Ah, da fehlt es auch noch mit. Guck, hier sind nur 101. Das heißt, es ist auch zu weit weg wahrscheinlich. Wir müssen den Herrschaftsbereich dann erstmal ausbauen. Gucken wir doch mal hier rein. 37, seht ihr. Dann würde ich sagen, müssen wir hier. Oh, da haben wir auch noch zu wenig für. Fällt ja auch gerade, ne? Das ist unser Problem. Was haben wir hier? Anführer verstorben, das ist schlecht. So, die haben keinen Anführer. Mal einen rekrutieren. Das kostet uns auch noch 50. Geht also nicht. Unser Einfluss ist gerade kaputt. Ja, da müssen wir definitiv gucken, wie wir an Einfluss kommen. Das wird auch nicht so schwer sein, ne? Außenposten minus 7, monatlich Zugewinn 3, auch minus 3. Was war das? Steht für politische Macht und wird selber aber eingesetzt. Zum Beispiel zur Verfügung von Entlassen zum Rekrutieren von Anführern, zum Bau von Grenzen und Außenposten. Okay. Also Verbesserung der Gebäude in der planetaren Hauptstadt auf die höchste Stufe und Deklarierung anderer Reiche als ihre Rivalen. Anführer verstorben. Jetzt geht's hier rund, oder was? Da war irgendwo eine Feindflotte. Da, okay. Die bewegen sich aber, oder? Naja. Wir müssen also hier ausbauen. Auf Asreiter. As Oberfläche. Kann man denn hier was ausbauen? Nein. Geht noch nicht, ne? Lass mal hier nochmal hin. So, lass mal gerade Pause machen und jetzt müssen wir gucken, was wir hier bauen können, oder? Da ist ja nichts drauf. Einnahmenverluste, also hier müssten wir definitiv.
das ist mir eigentlich schon. Lass uns. Da steht Mineralsilo. Können wir das verbessern? Nein. Wir müssen erstmal das verbessern gucken. Da können wir komplett bauen. Da sollten wir was bauen. Ja, das wird dieses da verändern, ist klar. Lass mal sein dann. Da kann man nicht verbessern. Da kann man nicht verbessern. Ist nichts zu verbessern. Da kann man verbessern. Kraftwerk. Geht dann auf Kraftwerk 4. Das ist schon mal gut. Und hier steht da keine Verbesserung verfügbar. Okay. Da geht auch verbessern. Sollten wir unbedingt tun. So, und dann haben wir hier. Sollten wir was bauen. Einnahmenverluste. Also wir können Energie bauen oder Kraftwerk. Energiehub. Hub. Also das, weil das die ganze Leistung steigert. Verlieren zwar jetzt die andere Ressource, die da drauf sitzt, ist aber mal so. So, hier hat auch noch kein Bau stattgefunden. Da können wir aber nur das machen. Machen wir auch, auch wenn wir die andere Ressource jetzt verlieren, ist aber so. So. Dann sind wir schon mal gut unterwegs, ne? Ja, das lassen wir dann erstmal sein. So, damit sind die erstmal beschäftigt. Damit kann es weitergehen. Ja, wenn das dann fertig ist, wollen wir mal hoffen, dass da oben auch was passiert, ne? Okay, da sind noch ein paar Tage, die das dauert, bis das über ist. Läuft. Ja, unser Einflussbereich, der ist ja jetzt hier nicht der größte, ne? Ach so, das war hier die Welt, wo die anderen da sind, oder? Nee, doch noch nicht mal. Konstruktionsschiff haben wir hier. Können wir eine Forschungsstation bauen? Beides. Ja. Komm, bau. Da haben wir schon. Die beiden können wir noch machen. Das wäre hier. Machen wir danach. So, das weg. Läuft, oder? Ne, die Flotte haben wir ja zurückgeschickt. Die müsste schon hier sein. Das ist falsch wahrscheinlich. Zu direkt. Reparaturen abgeschlossen, das ist schön, aber sind trotzdem nicht mehr alle. So. Kolonieschiff nicht auswählen. Jetzt müssten wir mal gucken. Da oben, da unten, dann fliegen wir erstmal hier hin. Wissen wir noch nicht, wie stark die sind, sehen wir dann. Ja. Läuft. Zeitliches Wort ist klar. Reparaturen abgeschlossen. Kann weg. System erkundet. Und das und das. Da kann man nicht leben. Da auch nicht. Da geht auch nichts. Auch nichts. Gut. Dann schauen wir mal, wo der weiter erkunden kann. Fliegen wir da dann hin. Da hat er was zu tun, ne? Ja, geht drüber hin.
Gut, okay. Galaxiekarte schließen hätte man machen können, ne? Hier, neutrale Flotte, da auch. Ja, was weiter? Ach so, hier oben, System erkundet. Ja, und das ist jetzt zeitkritisch. Halt mal Pause. Ach so, das ist eine Meldung von den anderen, ne? Was haben wir jetzt hier? Unabhängiger garantiert. Weg. Nicht Angriffsversprechen. Einladung. Okay, das sind die Informationen dazu. Forschungsschiff macht nichts. Ist aber auf dem Weg, oder? Nee. Das ist da. Wir waren zu weit draußen. Wo waren wir denn gerade eben? Da waren wir am Kämpfen. Da geht nicht. System erkunden. Der Weg würde darüber fliegen. Wäre also auch nicht möglich. Wo haben wir denn unsere Flotte hingeschickt? Ich weiß jetzt auch nicht. Da ist er, oder? Okay, die fliegt erst dahin. Müssen wir dann gucken, wie es weitergeht. Lass ihn nochmal fliegen. Die sind alle beschäftigt. Konstruktionsschiff haben wir da noch. Können wir da machen? Nee, das ist auch Blödsinn, ne? Da haben wir schon ausgebaut, da ist ausgebaut. So. Gucken wir mal nochmal, wo wir es ausbauen könnten. Brauchen Strom ohne Ende, ne? Außenposten, zu wenig Einfluss. Können wir denn da keinen Außenposten machen? Konstruktionschef. Konstruktionsschiff bitte nochmal. Jetzt haben wir noch ein zweites. Dann machen wir hier und bauen da die Bergbaustation. Geht ja. Und das fliegt hier in das Kolonieschiff, okay. Das ist schon fertig gebaut. Ist eigentlich Blödsinn, dass das noch hier hinfliegt, weil der Rest ist schon erledigt, ne? Fliege mal dahin. Und dann haben wir hier noch die Truppen. Genauso wie die. Gehen wir also hin. Gucken erstmal, wie stark die sind. Buh, da brauchen wir gar nicht probieren. Die sind dann etwas zu stark. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir, wie die aussehen. Gut. Alles klar. Ja. Aber da schauen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.